Hey Leute, ich bin's wieder, euer Mr. Overload. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Heal-Kommando zu Ende programmiert. Deshalb werde ich euch in dieser Folge einmal die Einführung in die OOP zeigen. Und ich würde sagen, springen wir direkt rein. Tschuh. Zuerst einmal, was bedeutet OOP? OOP bedeutet so viel wie Object-Oriented Programming, also objektorientiertes Programmieren. Und ich werde euch das Ganze jetzt mal an einem Beispiel erklären. Hier könnt ihr mal ein kleines Beispiel sehen, nämlich das Ganze ist so, zum Beispiel wir haben jetzt einen Mensch A, der heißt jetzt zum Beispiel Fabian, ist 12 und mag Fußball. Und dann haben wir zum einen Beispiel einen Mensch B, die heißt Lilly, ist 15 und mag Computerspiele. Also sind zwei verschiedene Menschen, haben komplett verschiedene Eigenschaften. Das einzige, was gleich sein wird, ist der Name Mensch und dann die Nummerierung. Bestimmt fragt ihr euch jetzt alle, was soll das? Was labert der jetzt da von verschiedenen Menschen und so? Das Ganze hat mit dem Objektorientierten zu tun. Mit Objektorientieren meinen wir in der Programmiersprache, es gibt eine Vorlage. Zum Beispiel haben wir den Mensch, den Vorname, das Alter und das Hobby von jemandem. Und das ist im Grunde das Grundprinzip der OOP. Der Programmierteil ist so. Die Vorlage ist die Klasse. Die Attribute hier im Programmierteil sind jetzt beim Menschen zum Beispiel die Eigenschaften, das heißt zum Beispiel Hobby, Alter, Name. Zum Beispiel jetzt beim Name wäre das Ganze ein String und beim Alter zum Beispiel ein Integer. Die Methoden sind dafür da, um mit verschiedenen Datentypen sozusagen zu kommunizieren, das heißt, sie überhaupt zum Funktionieren zu bringen. Das Besondere ist, die Methode arbeitet jetzt zusammen mit den Attributen. Ich habe jetzt eben schon davon gesprochen, dass die Methoden mit den Attributen zusammenarbeiten. Aber jetzt gibt es bei uns noch die Instanzen, die dann nochmal einzelne Werte bei den Attributen haben. Das heißt zum Beispiel, der Name und das Alter kann anders sein. Was wir damit anfangen können, ist zum Beispiel, wir können jetzt bei dem Tim fragen, ob der 18 ist oder darunter und können das dann abfragen bei den Attributen mit einer Methode. Und das geht dann durch alle durch. Und das ist im Grunde das, was die OOP macht. Ja, das Ganze war eine ziemlich theoretische, dennoch sehr wichtige Lektion, die wir jetzt hier gemacht haben. Und deshalb kommt in der nächsten Folge auch wieder was mit Programmieren. Und ich würde sagen, Cheery, oh Leute, tschu.